ETF Award 2012, der wichtigste Preis in Deutschland für die ETF-Branche. Zum vierten Mal wurden die Preise bereits verliehen in ganz unterschiedlichen Kategorien. 23 Auszeichnungen gab es insgesamt. Herzlich willkommen zu Gewinn mit ETFs, dem Forum der Experten heute aus der Stuttgarter Börse, wo diese Preise verliehen wurden. Und bei mir begrüße ich nun von den Preisträgern denjenigen, der am meisten abgeräumt hat. Ich begrüße Michael Grüner von iShares. Er ist zuständig für das Geschäft in Deutschland, in Österreich und vor allem auch in Osteuropa. Und weiter geht es mit Markus Jordan, den Chefredakteur des Extra-Magazins. Das ist sozusagen der Veranstalter dieses Preises. Herr Grüner, Sie haben richtig abgeräumt in ganz unterschiedlichen Kategorien. Was bedeuten solche Preise für Sie? Ja, dieser Preis bedeutet aus verschiedenen Gründen sehr viel für uns. Das erste ist, wir gewinnen diesen Preis als bester ETF-Anbieter des Jahres zum ersten Mal. Das bedeutet sehr viel. Was viel wichtiger noch für uns ist, hier werden Endanleger gefragt, unsere Kunden gefragt. Und wenn unsere Kunden zufrieden mit unserer Leistung sind, dann freut uns das natürlich sehr. Herr Jordan, dieser Preis gilt als der wichtigste Preis. Was macht das Besondere dieses Preises aus? Ich glaube, das ist das Konzept, wie das ganze Award-Vergabe funktioniert. Wir haben ja zwei Komponenten im Wesentlichen. Das einerseits ist eine Fachjury, die sich dieses Jahr aus 39 Personen aus unterschiedlichsten Bereichen zusammengesetzt hat. Und auf der anderen Seite binden wir Privatanleger oder Teilnehmer im Rahmen einer Online-Umfrage ein. Und diese beiden Komponenten, diese beiden Meinungen werden dann zusammengeschmissen und dann kommen dann die ETF-Awards raus. Und das Besondere ist eben, dass wir aus unterschiedlichsten Blickwinkeln dann Bewertungen über die jeweiligen ETF-Anbieter bekommen. Und ich glaube, das ist das Einmalige in dem Konzept und deswegen kommt er auch so gut an. Sie haben den ETF des Jahres gewonnen und das ist, Überraschung, Überraschung, wiederum der DAX. Ist der wirklich so etwas Besonderes jetzt hier in Deutschland, weil die Privatanleger nur den DAX immer wieder wählen? Oder hat der auch eben international eine große Bedeutung? Sie haben ja als der größte Vermögensverwalter der Welt mit BlackRock da einen ganz guten Überblick. Ja, ich denke, es gibt verschiedene Gründe. Der iShares DAX ist ein alter Klassiker. Es ist einer der ältesten ETFs, den es gibt in Europa. Es ist der liquideste und größte ETF, den es gibt in Europa. Und es hat natürlich verschiedene Vorteile für die Anleger. Einer davon ist, dass es ein unglaublich liquides Instrument ist, das auch mit sehr, sehr engen Spreads handelt und dementsprechend auch weit über Deutschland hinaus von institutionellen und auch Privatanlegern gerne für dieses Exposure genutzt wird. Ja. Ein sehr erfolgreiches, altes Produkt. Ja. Für einen Award immer ein bisschen langweilig, wenn ein erfolgreiches altes Produkt immer wieder gewählt wird. Aber Sie haben ja auch in den ganzen Nominierungen da durchaus innovative Anlagelösungen. Werden die auch vorgeschlagen und ist das auch etwas, was durchaus gefragt ist? Ja, vielleicht noch einen kurzen Punkt zu den ETF Award des Jahres, zu dem ETF des Jahres. Es waren ja auch 10 ETFs zur Wahl gestanden und da gab es dann doch durchaus ein unterschiedliches Bild, wie das zum Beispiel die Jury gesehen hat und wie das die Privatanleger gesehen haben. Die Privatanleger haben halt eher das gekauft quasi, was sie interessieren und was sie kennen, eher das DAX-Produkt, eher dafür gestimmt. Die Profi-Anleger aus der Jury, die haben da schon etwas differenzierter entschieden. Da waren zum Beispiel Themen wie Unternehmensanleihen, die ja in diesem Jahr sehr gefragt waren, eher im Vordergrund gestanden. Zu den ETF-Anlagelösungen, auch da haben wir im Vorfeld 10 Produkte nominiert. Es gibt da leider noch nicht so viele Anlagelösungen, die sich wirklich so mit dem Thema ETF und Einsatz von ETFs ausschließlich beschäftigen. Und da gab es ganz unterschiedliche Themen und gewonnen hat ja dann da ein Produkt von der Deutschen Bank, dieser Portfolio Total Return ETF, aus meiner Sicht würdig gewonnen. Sie bieten die größte Produktpalette, deswegen haben Sie auch da wieder einen Preis gewonnen. Wie kommen Sie auf neue Produkte? Es wurde ja schon erwähnt, das Thema Rentenprodukte, das ist das laufende Thema im Augenblick, was also stark ausgebaut wird. Ja, hier ist natürlich unsere Größe auch hilfreich, weil wir global sehen, wo gibt's globale Investmenttrends, was können wir aus anderen Regionen lernen, von anderen Kundengruppen. Und in der Tat, wenn man mich fragt, was würde ich denken, was ist die interessanteste Innovation dieses Jahr gewesen, dann würde ich tatsächlich auch sagen, es sind Kredit- oder Unternehmensanleihe-ETFs. Dieses Jahr ist das erste Jahr, wo Fixed Income Unternehmensanleihe-Flows höher sind als Aktienflows in unsere ETFs und dementsprechend findet hier ein sehr, sehr starker Wandel statt. Und das, denke ich, ist wirklich das Neue auch dieses Jahr in unserer Industrie gewesen. Ja.
Spürt man das eben auch bei den Awards, bei den ganzen Nominierungen, dass so etwas wie ein Trend jetzt in diesem Fall bei Fixed Income, bei Rentenprodukten sehr stark ist? Oder ist es so, dass eben, wir hatten das schon erwähnt, natürlich die Jury guckt, was ist da so besonders innovativ, was gibt's überhaupt noch nicht? Ja gut, ich meine, die Nominierungsliste von diesen 10 ETFs, die ist halt sehr vielschichtig, weil wir eben auch aus unterschiedlichsten Gruppen Jurymitglieder haben. Also wir haben zum Beispiel Direktbankenvertreter, die stimmen eher oder nominieren eher Produkte, die für die Privatkunden der Direktbank wichtig sind. Das sind dann eher so Produkte wie DAX und Co. Mhm. Dann haben wir Market Maker, die vielleicht eher dann sagen, okay, im Handel sind Unternehmensanleihen sehr interessant gewesen dieses Jahr. Dann haben wir Vermögensverwalter, die dann wahrscheinlich auch eher tendenziell zu Kreditprodukten neigen. Und aus diesem Mischmasch kommen dann eine ganze Menge Produkte zusammen. Insgesamt wurden ja 117 Produkte nominiert von der Jury und dann haben wir daraus die 10 meistgefragtesten Produkte ausgewählt und daraus ist dann eben der DAX-ETF herausgekommen. Ein wichtiger Trend ist, dass die Assets under Management, also das verwaltete Vermögen, weiter wächst. Das ist in der Fondsbranche im Augenblick hier in Deutschland alles andere als üblich. Was macht den Erfolg von ETFs aus, dass die auch in einer Zeit, wo Anleger sich eher zurückhalten, auch wenn die Märkte nach oben gehen, ebenso erfolgreich ist? Ja, wenn wir bei Deutschland bleiben, Deutschland wächst. Und dieses Jahr mit 12% im ETF-Markt. Wir verwalten in unserer Industrie ungefähr 85 Milliarden Euro an ETFs, quer über die ganze Branche hinweg. In der aktiven Welt stehen wir bei 700 Milliarden ungefähr, nur um's einzuordnen. Und dieser Bestand wächst nicht. Also wenn man sich fragt, wo kommt denn der Zufluss in unserer Branche her, dann ist wahrscheinlich die ehrliche Antwort, er kommt aus dem aktiven Geschäft, weil der Gesamtpool des Vermögens in Deutschland eigentlich nicht wirklich gewachsen ist in den letzten 5 Jahren. Der zweite Punkt dann, wieso ist das so? Der ETF passt in unsere Welt, er ist transparent. Ich weiß zu jeder Sekunde, was in diesem Portfolio auch drin ist. Das heißt, ich kann es als Anleger jederzeit einschätzen in einer sehr volatilen Welt und Zeit. Er ist kostengünstig und er ist jederzeit schnell zu handeln. Also er passt in eine taktischere, schnellere Welt, in der Investmentpositionen schneller gedreht werden müssen, weil entweder zum Beispiel Zentralbanken Liquidität zuführen oder abziehen und. Also er passt perfekt ins Investmentumfeld, er ist richtig gepreist und das ist das transparenteste Finanzprodukt in der Historie der Bankwirtschaft überhaupt. Ja. Ja, dann, wie ist da Ihre Einschätzung? Sie geben ja das Extra-Magazin heraus. Sie haben auch eine Website, auch sehr viel Kundenkontakt. Warum wächst das ETF-Volumen, wenn es in anderen Bereichen zurückgeht? Ich glaube, der Hauptpunkt für Anleger ist der Kostenfaktor. Ich meine, wir haben die letzten Jahre schwierige Aktienmärkte, auch Anleihenmärkte, also Zinsmärkte gehabt. Also die Zinsen sind gesunken. Das war zwar jetzt gut für die Anleihen hatten vorher, aber jetzt gibt es sehr wenig Zinsen und da macht es einfach einen entscheidenden Unterschied, ob ich jetzt für mein Investment, ich sage jetzt mal 1,5% Kosten zahle oder nur 0,5% zahle. Und viele Anleger rechnen natürlich nach, sagen sich, okay, ich habe ja vielleicht 2 gleichwertige Investmentprodukte und das eine kostet mich aber 1% mehr pro Jahr. Und gerade in so Niedrigzinsphasen oder Niedrigertragsphasen, wie wir sie jetzt die letzten Jahre hatten, ist dann halt der ETF das bevorzugte Mittel. Und zudem, hat der Herr Grüner schon gesagt, es ist sehr transparent. Man weiß einfach immer genau, wie sich's verhält. Und diese Kombination sind aus meiner Sicht die entscheidenden Faktoren. Leider, muss ich sagen, sind noch viel zu wenig Anleger, gerade aus dem Privatanlegerbereich, die sich damit beschäftigen. Also ich würde mir da mehr wünschen, mehr Zuwachs auf unserer Webseite, mehr Nachfrage. Aber anscheinend sind die Anleger da ein bisschen zu, ich sage jetzt mal vielleicht, träge, möchte das nicht abwertend sagen, aber träge und nicht zu sehr gewieft, um sich mal mit anderen Investmentprodukten zu beschäftigen, die sehr attraktiv sind. Hängt natürlich auch möglicherweise mit Beratung hier in Deutschland zusammen. Wer zu einer Filialbank geht und beraten wird, dem wird normalerweise eben kein ETF empfohlen, weil da kein Produkt, kein Provisionsgewinn dran hängt. Ändert sich das ein bisschen über den Einsatz von Honorarberatung, was ja auch heftig diskutiert wird, jetzt mit neuen Gesetzesinitiativen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn man sich die Vertriebskanäle anschaut, in der sich der ETF durchsetzt, das ist einmal der institutionelle Kanal, Pensionskassen, Versicherer, ganz klar. Dann auf der tatsächlichen Vertriebsseite, wie kommt der Endanleger an unser Produkt? Das wahrscheinlich erfolgreichste Segment ist tatsächlich die Direktbank. Hier kommt ein Selbstentscheider, der sich zutraut, Produkte zu investieren, selbst womöglich ohne Rat oder Berater. Hier kommt der sehr, sehr günstig an diese ETFs. Das zweite Segment, und da erwarte ich wirklich tatsächlich die größte Änderung, ist im Private Banking.
8 der 15 größten Privatbanken hier in Deutschland haben mittlerweile Honorarberatung und Honorarberatungsmodelle, das heißt All-in-Fee-Modelle am Start. Und in diese Fee-Modelle macht natürlich dann ein kostengünstiges Underlying sehr viel Sinn, weil wir keine Retrozessionen, keine Provisionen an den Vertrieb als Anbieter zahlen. Im klassischen Zweigstellen Bankenvertrieb, Retailvertrieb ist genau das der Grund, wieso sich der ETF nicht durchsetzt oder bis jetzt nicht durchsetzt, außer der Anleger geht zu seinem Berater und sagt, lieber Berater, ich habe hier was gehört von ETFs, ich hätte die jetzt gerne gekauft. Also das ist, wir sagen dazu Execution Only, da muss der Kunde selbst den Berater anstoßen, damit dieser Berater dann zum Schluss auch ETFs für ihn kauft. Können, tun das alle Banken in ganz Deutschland, die sind alle angeschlossen und können unsere Produkte kaufen. Aber bisher ist noch der Selbstentscheider bei den Privaten der Entscheidende. Findet der, Sie haben ja auch ausgezeichnet, Website beispielsweise, findet der wirklich gute Informationen, wenn er sich nur persönlich umschaut? Auf alle Fälle. Also ich meine, wir haben 17 Anbieter in Deutschland, die ihre Produkte am deutschen Markt anbieten. Und da würde ich mal sagen, dass mit Sicherheit 10, 12 Top-Webseiten haben, in unterschiedlichster Detailtiefe, aber so die Grundinformationen wie ein Factsheet oder solche Sachen, die findet man auf alle Fälle jederzeit. Klar, der informierte Anleger, der findet bei den ETF-Anbietern alles und sogar noch teilweise viel, viel mehr, was er braucht für seine Geldanlage mit ETFs. Den Rest decken wir übergeordnet mit unserem Portal ab und man muss es halt nur tun. Man muss sich halt mit den Themen beschäftigen. Es gibt diverse Anbieter, die Informationen zur Verfügung stellen, aber man muss ein bisschen selbst aktiv sein, um sich damit zu beschäftigen. Eine Sache, glaube ich, können wir noch besser. Tun wir als Anbieter und auch die Direktbanken in der Kombination und da werden wir auch etwas tun im nächsten Jahr, und zwar der Selbstentscheider, der sagt, ich hätte gerne ETFs, aber nicht weiß, wie er seine Asset Allocation oder Vermögensallokation strukturieren will, der findet noch viel zu wenig sogenannte Modellportfolios, Musterportfolios auf unseren Webseiten und auf den Webseiten der Direktbanken. Ich glaube, das ist die nächste Innovation für den Retail-Anleger, dass wir als Anbieter sagen, hier ist ein defensives Allokationsmodell. Liebe Anleger, du bist ein Selbstentscheider. Das ist, was wir denken, ist die richtige Asset-Allokation. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Also halten wir fest, meine Damen und Herren, ETFs sind gute Werkzeuge, aber die Allokation der verschiedenen Anlageklassen, die müssen Sie selbst vornehmen und darüber müssen Sie sich auch klar sein und darum müssen Sie sich kümmern. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.